Hey, Eugen hier und willkommen zur zweiten Staffel von Do-It-Yourself Küchenstudio. Heute mit Fischkuchen. Und natürlich brauchen wir für einen guten Kuchen den passenden Teig. Dafür nehmen wir erstmal etwas Milch, ein Päckchen Trockenhefe, etwas Zucker und eine Prise Salz. Das alles verrühren wir. Im nächsten Schritt brauchen wir etwas Öl und zwei Eier. Aus dem einen Ei versuchen wir das Eigelb zu extrahieren und das andere Ei kommt ganz rein. Und auch das verrühren wir. Nun können wir auch Mehl hinzugeben. Kurz darauf können wir auch das Ei hinzugeben. Und wir geben weiterhin Mehl hinzu, bis wir die richtige Konsistenz erreicht haben. Das machen wir jetzt so lange, bis wir eine knetbare Masse erreicht haben. So langsam wird das was. Und wir können das Kneten auf der Tischplatte fortsetzen. Eine richtig schöne Wellness-Massage für unseren Teig. Richtig schön durchkneten, damit unser Teig tiefenentspannt wird. Den Teig bestreichen wir jetzt noch etwas mit Öl. Decken das Ganze zu und lassen es für mindestens eine halbe Stunde stehen. Während unser Teig gerade etwas tiefenentspannt, gehen wir über zu der Füllung mit Kartoffeln. Hierfür halbieren wir die Kartoffeln längs. Und schneiden sie in dünne Scheiben. Die Kartoffeln können wir etwas salzen. Und nun kommen wir endlich zu dem Namensgeber des Kuchens, dem Fisch. Hierfür habe ich mich für ein Lachsfilet entschieden. Dieses müssen wir erstmal noch von der Haut befreien. Wir zerteilen es in drei Hälften und schneiden die Einzelstücke in Scheiben. Und das wiederholen wir jetzt noch dreimal mit den restlichen Stücken. Irgendwie bekomme ich gerade voll Lust auf Sushi. Aber nein, bleiben wir bei den Kuchen. Als nächstes pressen wir etwas Knoblauch, etwas Pfeffer, eine Salz-Gewürzmischung, ein klein wenig Zitronengras und wir vermischen das mit Olivenöl. Und das fügen wir unseren Fisch hinzu. Hier muss man einmal sich die Hände schmutzig machen, damit es auch schön gleichmäßig überall verteilt wird. Unser Teig ist mittlerweile aufgegangen. Von dem nehmen wir etwas über die Hälfte. Und jetzt versuchen wir es auf eine Backblechgröße auszurollen. Und das Ganze kann jetzt schon auf das Backblech. Auf dem Backblech können wir das noch zurechtzupfen, damit wir schön die ganze Fläche ausnutzen können. Und als nächstes verteilen wir die erste Schicht der Füllung. Wir fangen mit den Kartoffeln an. Wir verteilen die Kartoffeln gleichmäßig über den ganzen Boden. Und oben drüber kommt unser Fisch. Auch hier verteilen wir die Stücke gleichmäßig über die gesamte Fläche.
Das sieht doch schon mal gut aus. Und als kleinen Zusatz habe ich mir noch überlegt, etwas Käse. Nun rollen wir auch das zweite Stück aus. Und jetzt kommt der schwierige Part, gleichmäßig damit unseren Kuchen bedecken. Jetzt verbinden wir die Ränder. Und nun kommen wir endlich zu den Eigelb. Das verteilen wir über unseren Kuchen, damit er nach dem Backen schön goldbraun wird. Man kann auch etwas Öl hinzugeben, damit sich das leichter verteilt. Und zu guter Letzt, bevor wir den Kuchen in den Ofen schieben, schneiden wir noch ein paar Löcher rein, damit die Feuchtigkeit entweichen kann während des Backens. So, und jetzt können wir unseren Kuchen auf die Reise schicken. Das Ganze für ungefähr eine Stunde bei 170 Grad. Ich denke, wir haben genug gewartet. Holen wir den Kuchen raus. Einfach zum Anbeißen. Doch müssen wir unseren Hunger zügeln. Den guten Kuchen lassen wir noch ungefähr eine halbe Stunde stehen, damit er noch abkühlt. Und dann schneiden wir ihn an. Ich muss mich gedulden. Vielleicht auch ein bisschen. Nein. Na endlich, nun ist es soweit. It's showtime. Alles klar, legen wir los. Sieht doch schon mal köstlich aus. Vorzüglich.